Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Dead in Bermuda. Ja, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Wir machen mal ein neues Spiel. Wir haben hier mal gespielt, aber nur ganz kurz reingeguckt, was es ist. Aber ich habe gedacht, wir machen das jetzt mal ein bisschen. Das erinnert mich ein bisschen an Lost, die Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt früher mit dieser dem Flugzeugabsturz, wo alle da hingekommen sind und sowas. Auf der Insel. Das erinnert mich ein bisschen daran. Und los geht's. Sehr geehrten Fahrgäste, wir werden gleich landen. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Oh mein Gott. Dead in Bermuda. Wir sind wahrscheinlich über das Bermuda da. Überlebende einsammeln. Wein fiel. Er holt sich vor dem Schock. Sammelt verstreute Objekte ein. Baut ein Lager auf. Ein paar Stunden nach dem Absturz. Alejandro. Hey ihr alle, wir sollten zusammensetzen und reden, sodass wir ein wenig mehr übereinander erfahren. Alice. Danke, dass ihr alle geholfen habt, ein Lager zu errichten. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie wir nach dem zusammenhalten. Nun, eben nach dem Horror, der uns widerfahren ist. Wir sollten uns einen Moment Zeit nehmen, um uns einander vorzustellen. Wahrscheinlich müssen wir eine ganze Weile zusammenleben. Ich bin Alice, ich bin 45 und das ist mein Mann Robert. Wir kommen aus Montreal. Ich liebe Wandern und Kochen und freue mich, euch alle kennenzulernen. Ja, Ihr könnt alle Bob zu mir sagen. Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Als Hobby bastel ich zu Hause ein wenig. Oh, und ich gehe an Sonntagen gern angeln, ja. Das mache ich sehr gern. Mein Name ist Alejandro und ich bin 32. Ich glaube, ihr alle kennt mich. Ich war der Manager der Ferienanlage, der die meisten ihren Urlaub verbracht haben. Ich wollte nach Hause fliegen. Es war mein erster eigener Urlaub in 10 Jahren. Also, tja. Hallo, ich bin Dr. Bethany Winters, 28, aus London. Wenn jemand medizinische Hilfe benötigt, kann er sich gerne an mich wenden. Ja, ich bin die Frau Winters. Juri. Mein Vater spricht nicht viel. Bitte entschuldigen Sie ihn. Ich bin Liliana und bin 16. Wir sind aus einem kleinen Dorf in Russland. Ah, und Julia hat meinen Vater im letzten Sommer geheiratet. So schön. Hallo, viel mehr kann ich nicht hinzufügen und keiner soll erwarten, dass ich mein Alter preisgebe oder ich müsste denjenigen für immer zum Schweigen bringen. Jakob. Sind wir jetzt fertig oder was? Wir verschwenden wertvolle Zeit, wir müssen uns organisieren. Ich bin Jakob und ich weiß, wie man in einer feindlichen Umgebung überlebt. Ich habe mich in meinem ganzen Leben auf einen Fall wie diesen vorbereitet. Während hier alle gejammert und geweint haben, bin ich herumgelaufen und habe ein großes Wasserfass mit klarem Wasser und genügend Holz gefunden, um ein Feuer zu machen. Du hast recht, Jakob. Aber vorher schlage ich vor, dass wir einen Moment innehalten, zu Ehren derer, die den Abschnitt nicht überlebt haben. Sie werden mich sonst nachts heimsuchen, bis ich diese Welt verlasse. Alejandro. Diskussionsergebnisse, Effekte. Plus 10 Holz, 2 Steine, 1 Zunder. Depression von Alejandro, 0 von 20. Die haben alle von 0 von 20. Depression von Alice, 0 bis 12. Willkommen zu Bermuda. Das ist die Lageransicht, wo die Personen Aktivitäten zuweisen kannst, die sie im Laufe des Tages durchführen. Du kannst die Maus nach links oder rechts bewegen, um alle im Lager zu sehen. Personen werden in Aktionsbereiche gezogen. Gerade jetzt sind alle beim Lagerfeuer und unterhalten sich. Um eine Person zu bewegen, kannst du sie entweder anklicken oder per Drag and Drop irgendwo hinziehen oder sie mit einem Rechtsklick auf die Person und dann auf den Bestimmungsort versetzen. Bewegen eine der Charaktere vom Lagerfeuer zum Aktionsbereich beim Flugzeug. Tag 1. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Dead Bermuda.
So, bewege eine Person in den Aktionsbereich in Nähe des abgeschütteten Flugzeuges. Okay, wo sind wir denn? Können wir hier... Das ist der Dschungel? Ne, da sind wir... Hallo, nicht so weit. Hallo. So, wer... Wie sie da alle sitzen. Komm her. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Der Jacke mit der Socke, Alter. Es ist haargenau so wie die Serie. Geil. Ich würde sagen, wir schicken ihm mal Info. Generell. Biografie. Jakob hatte an dem Morgen, als er den Flug gebucht hat, ein schlechtes Gefühl und er hatte recht. Aber niemand hat auf ihn gehört. Aber alle anderen sind eh Idioten, denn niemand ist vorbereitet, in einer feindlichen Umgebung zu überleben, so wie er. Er wusste, dass er eines Tages in dieser Lage sein würde und dass er sich auf sich selbst verlassen konnte. Zumindest seit dem Tag, an dem seine Samantha sich aus dem Haus geschlichen hat, ohne jemals wieder zurückzukommen. Fähigkeiten. Physisch Stärke 30. Okay, ist er physisch sehr gut unterwegs. Intelligenz 40. Wissen 70. Okay, ist sehr gut im Wissen. Kämpfe ist so Mittelmaß. Ja. Beziehungen. Alejandro, Lena, ist ja alles noch normal. Oh, zu der Alice. Uiuiuiui. Hoch. Okay. Der hat Depressionen. 20%. Hunger ist noch auf 0. Okay, wir gehen mal Reihe rum. Das ist Frau Winters. Die Ärztin. Biografie. Dr. Bethany Winters ist eine junge Frau, die weiß, was sie will. Die weiß, was sie will. Hallo. Als Tochter des Botschafters von Barbados in England gelang es ihr leicht, ihr Chirurgiestudium mit Bravour abzuschließen. Um ihre Nerven nach einem anstrengenden Arbeitstag umgeben von ineffektiven und unfähigen Menschen zu beruhigen, begann sie mit Yoga und Pistolenschießen. Sportguru willensstark. Depression 12%. Fähigkeiten. Stärke, ja, Agilität ist sie ganz gut. Medizin, klar, ist sie halt, ne, Medizinstudium, sehr gut. Jagen 48. Beziehungen. Alejandro. Ah. Ja. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Der Juri. Juri. Biografie. Juri ist Ilianas Vater und der Ehemann von Julia. Er könnte sehr hilfreich sein, aber niemand wagt es, ihn etwas zu fragen. Er weiß, dass Julia mit dem jüngeren Mann flirtet, der ihr über den Weg läuft. Aber es macht ihn nichts mehr aus. Er trinkt lieber eine gute Flasche Wodka und regt sich nicht über triviale Sachen auf. Küchenchef brauche etwas Ruhe. Fähigkeiten. Stärke. Oh, das ist sehr stark, also 80. Okay. Schleue. Jagen. Kochen kann er ganz gut. Und ich, ja, physisch auch ganz gut unterwegs. Beziehungen. Ilyana ist seine Tochter, wohlgemerkt. Und Julia ist seine Frau. Julia. Biografie. Julia ist Juris neue Ehefrau. Sie schwebt über irdischen Belangen und kümmert sich nicht darum, was andere Leute von ihr denken. Sie weiß, wie sie das bekommt, was sie haben will und spricht offen aus, was sie denkt, ohne darauf zu achten, ob sie dabei andere Leute Gefühle verletzt. Fotze. Ich will alles. Entschuldigung. Deep, willensstark. Depression 12%. Fähigkeiten. Agilität 60. Das kann man jetzt sehr leicht falsch verstehen. Es tut mir leid. Kämpfen 69. Okay. Intelligenz 70. Okay, ja, ist okay. Beziehungen. Alejandro findet sie ganz toll. Das ist ihr Mann, nun mal wohl gemerkt, ja. Und sie mag ihn mehr als ihren einen Mann, alles klar. Fotze. So. Und ihre Tochter. Was? Okay. Die ist, glaube ich, adoptiert, ne? Es ist seine Tochter, aber ich weiß nicht, ob die jetzt das, ob das ihr Kind ist. Ich glaube eher nicht. So, Bob. Der Bob ist cool. Biografie. Bob ist der Ehemann von Alice. Mit der Kombination aus einem langweiligen Job und einer anspruchsvollen Frau sind Ferien ein heiliger Moment der Freude für ihn.
Sehr schön. Er tut nichts und genießt sie. Seine Lieblingsbeschäftigung ist Seufzen und Angeln. Er ist weder klug noch mutig, aber er hat ein gutes Herz, ja immerhin, ne? Fähigkeiten. Stärke 60, Agilität 10. Verfassung 80, Kämpfen 41. Fischen kann er ganz gut. Ja, der kann auch mit Beziehungen. Kommt da ganz gut klar mit. Oh, ist Alice, ist seine Frau. So, Alice. Info. Alice ist Bobs Frau. Sie ist wie ein Geschäftsführer im Haushalt. Sie verwaltet und steuert jede Kleinigkeit. Sie ist ein Hüter der Tradition, eine Anhängerin der alten Werte. Fröhlich spricht sie über alles mit jedem. Und das die ganze Zeit. Ihr einziges Hobby ist Wandern und sie wandert wie ein Profi. Also so, das sind diese Leute mit der Jack Wolfskin Flat. Kennt ihr das? Das ist immer so, es ist so toll. Und dann stehst du da als Dicker so, die Fresse. So, Entschuldigung. Stärke 40, Agilität, Diskussion 80. Ja, das glaube ich. Da kann sie direkt zur Handwerk 18. Erforschen kann sie ganz gut, okay. Kochen auch ganz gut. Das ist schon mal ganz toll. Alejandro. Info. Alejandro war der Resortmanager, wo die meisten Passagiere untergebracht waren. Endlich wollte er ein paar wohlverdiente Tage Ferien zu Hause in seinem geliebten Spanien verbringen. Der Plan war, sich einige Tage zu erholen, vielleicht ein paar alte Freunde zu besuchen. Nichts weiter. Aber das Schicksal hatte etwas anderes für ihn im Sinn. Schwache Antikörper Wanderfan. Stärke 50, in Diskussion 70, Kämpfen 41, Schleue, Beziehungen. Ja, mit der kommt er ganz klar. Frau Winters, ja, guten Tag. Okay. Und dann haben wir noch Iljana. Biografie. Iljana ist Juris geliebte Tochter. Sie hatte eine glückliche Kindheit, trotz des rauen Klimas und des einfachen Lebens in Sibirien. Sie hatte in ihrer Kindheit, um sich die Zeit zu vertreiben, alle Bücher, die sie finden konnte, gelesen. Sie ist ein echter Sonderling und ein Nerd, was alles wissenschaftliche Dinge und seltsame esoterische russische Bücher angeht. Offenes Buch, Gymnast, Depressionen 20%. Fähigkeiten. Agilität 70. Intelligenz 80, sehr gut. Wissen 60, Schleue 65%. Okay, das sind die Höchstwerte. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal unseren Jakowski zum Lagerscheuer schicken. Objekt benutzen. Nee. Jakobus, wie machen wir das denn jetzt? Schicken. Inventar. Okay, das ist unser Inventar, was wir momentan drin haben. Können wir den nicht... Können wir das nicht so... Guck mal! So, du gehst jetzt mal dahin. Jakobus. Beliebter Bereich. Okay. Info, Objekt benutzen. Beliebter Bereich erkunden. So, der erforscht gerade, aber der ist ja nicht so gut im Erforschen. Eigentlich. Wir gehen nochmal zum Lagerfeuer zurück. Bibliothek, da kann eigentlich Zustand prüfen. Würde ich sagen, geht die Kleine hin. Die Iljana. Komm mal mit. Du gehst jetzt mal hier hin. Du liest ja gerne. So, Werkstatt. Was haben wir hier? Verunglücktes Flugzeug. Kann man da noch irgendwas forschen vielleicht? Da können wir vielleicht den... wie schickt man denn da hin? Warte mal, ich gucke mal auf ihn. Info. Fähigkeiten. Diskussion, Agilität. Ich würde sagen, du, mein Freund, gehst mal zum Flugzeug. Einführung. Diese Person wird das Flugzeug nach nützlichen Ressourcen durchsuchen. Aber achte darauf, dass der ständige Umgang mit den Leichen der Passagiere die Depression dieser Person erhöhen wird. Es gibt im Spiel 5 Zustände.
Hunger, Depression, Krankheit, Verletzung und Erschöpfung. Wenn eine von ihnen 100% erreicht, wird diese Person sterben. Als nächstes bewege zwei andere Personen in den Forschungsbereich in der Bibliothek. Okay. Bewege zwei Personen in den Forschungsbereich. Okay, wo haben wir den Forschungsbereich? Ah, das ist da. Ist das nicht der Forschungsbereich? Doch. Hallo? Guck mal gerade hier, was hier noch so ist. Der erkundet das. Obwohl, der Jakob wäre besser, wenn du dahin gehst. Weil du kannst das besser. Glaube ich. Depression 20%. Wo ist Alejandro? Ist er schon weg? Wo ist der denn jetzt hin? Hallo? Alejandro! Achso, hat automatisch geschaut. Ja, würde sagen, der Typ geht auch mit zu ihr. Einführung 2 von 13. Diese Charaktere suchen nun nach neuen Plänen, um nützliche Dinge herzustellen. Sobald die Fortschrittsanzeige 100% erreicht hat, siehst du eine neue Anleitung. Die Effektivität beim Lösen einer Aufgabe hängt von den speziellen Fähigkeiten des Charakters ab. Jeder Charakter verfügt über unterschiedliche Stärken und Schwächen. Jetzt bewege drei weitere Charaktere zu den Untersuchungsbereichen im Dschungel. Versuche, die beste Kombination zu finden. Ja. Ich würde sagen, sie ist doch eigentlich auch ganz schlau. Dann würde ich sagen, die Alice. Mal gucken. Hallo, Frau Alice. Gehen Sie mal bitte. Die mag das zu erforschen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was der... Der eine kann nur gut angeln. Der ist jetzt nicht so... Der Bob. Was kann die Alte nochmal? Info. Fähigkeiten. Intelligenz 70. Ich würde sagen, dass sie doch eher hier hingeht. Beziehungsweise der Alejandro geht hier hin. Ja. Werkstattmenü. So, sie geht hier hin. Er sucht nach, ne? Er sucht hier. So, Werkstattmenü würde ich sagen. Ja, ist so Mittelmaß. Komm mit. Ja. Was? Sprich nicht mit dir selbst. So. Suchen 27%, Handwerk 47, 43, Wissen 56, Wissen 19. Ach du Heiliger, weg. Obwohl das ist die Prozentzahl, glaube ich, ne? Ja, los, Martin, nützlich. Juri. So. Das haben wir auch. Wir haben ja eine Karte noch. Ach, krass. Da sind wir gerade am Lagerfeuer. Oh, lol. Suchen. Eine Anleitung, um etwas herzustellen. Wähle eine Anleitung, um das herzustellen. Ein Lagerfeuer. Können wir sonst noch irgendwas machen? Oh, da gibt es ja noch viele Sachen. Okay. Okay. Mache ein Lagerfeuer. Gut. Einführung 4 von 13. Gut, jede Bauanleitung verbraucht bei ihrer Umsetzung Ressourcen, die du erhältst, wenn du das Flugzeug und die Insel absuchst. Um neue Anleitungen zu erhalten, musst du sie erst mit dem Aktion Erforschen freischalten. Das passiert in der Bibliothek. Machen wir gerade. Du hast glücklicherweise genau die benötigte Menge an Ressourcen, um das Lagerfeuer zu machen. Sobald du also Charaktere mit dieser Aufgabe betraust, in denen du ihnen die Aktion Herstellen zuweist, fangen sie an, das Feuer zu machen.
Jetzt bewege die letzten zwei Charaktere zu den Herstellenbereich in der Werkstatt. Versuche die beste Kombination zu finden. Ja, haben wir ja schon. Bewege die letzten zwei Personen. Warte mal. Hier ist Bibliothek. Hier ist die Werkstatt. Ja, haben wir doch. Hallo? Die letzten zwei Personen. Hallo, was haben wir doch? Lagerfeuer. Feuerintensität. Lagerfeuer. Dieses Lagerfeuer hält dich nachts warm und verjagt wilde Tiere. Lass es nicht ausgehen. Jede Nacht verringert sich die Intensität um 20-30%. Oh, das Feuer ist es ausgegangen. Das Lagerfeuer muss in der Werkstatt wiederhergestellt werden, sobald es möglich ist. Okay. Großer Reisekoffer. Öffne Inventar. Okay. Winters, Alice und Dings. Okay, gucken wir mal gerade. Depression, die steigt bei ihm. Erschöpfung, ja. Erschöpfung und Depression steigt bei ihm vor allem wegen Leichen und Co. Erschöpfung ist aber alles noch im Rahmen. Ja. Okay. Was haben wir hier drin? Für die Wasservorräte. Konvertieren. Ein großes Wasserfass, das du am Strand nicht weit vom Ort des Absturzes entfernt gefunden hast. Es enthält dein ganzes Trinkwasser. Jede Person verbraucht eine Einheit pro Tag. Verbleibende Wasserressourcen 50. Konvertiere. Okay. Es ist alles noch im Rahmen. Was ist das denn hier? Hallo? Ach, ist ein Pilz. Okay. Haben wir hier Schönes? Wissen 19. Die macht irgendwie gar keine Fortschritte, habe ich das Gefühl, die alte. Herstellen. So. Mit das. Anders machen. Einführung 5. Okay, das sieht gut aus. Jeder hat seine Aufgabe erhalten. Jetzt lass uns die Zeit etwas vorstellen und die Ergebnisse ihrer Arbeit ansehen. Das Spiel hat zwei Spielphasen am Tag. AM und PM, also morgens und abends. An denen du deinen Charakteren beliebige Aufgaben zuweisen kannst. Und eine Nachtphase. Wenn du bereit bist, klicke auf OK und dann auf den Weiter-Button. Okay. Wenn du fertig bist, klicke auf Weiter. Weiter. Oh, 15 Holz gefunden. 8 Seile. 4 schmackhafte Mahlzeiten. 3 Mahlzeiten. Früchte. Stoffe. Kissen. Wow. Oh. Okay. Ja, nice. Beschreibung. Wir haben etwas hergestellt. Lagerfeuer. Das wird uns definitiv weiterhelfen. Wir haben es geschafft, mit ein paar Steinen ein Lagerfeuer zu machen. Hilfreich war es auch ein wenig Holz und ein spezieller Pilz namens Zunderpilz. Du kannst Personen um das Lagerfeuer die Anweisung unterhalten, erteilen. Das senkt ihre Depressionswerte. Aha, okay. Dann würde ich sagen... Ja. Nice. Beforschung. Wir brauchen einen geschützten Bereich, um uns vor der Sonne Erschöpfung durch die tägliche harte Arbeit unter der Sonne zu erholen. Neue Anleitung zur Herstellung von Schlafbereich. Sehr geil. Die macht doch ja nichts. Was haben die hier bei Forschen? Ja, nice. Neuer Bereich entdeckt. Sehr schön.
Ist alles im Rahmen. Plus 5. Das sind die Grundlagen. Hast du bemerkt, wie die Zeit vergangen ist und hast du die Ereignisse der Arbeit deiner Charaktere begutachtet? Du müsstest auch eine neue Bauanleitung entdeckt haben und genug Ressourcen haben, um das Objekt herzustellen. Wähle die neu erhältliche Anleitung in der Werkstatt aus und klicke auf OK. Ich würde sagen, du gehst erstmal ans Lagerfeuer. Ruhst dich mal aus. Dann würde ich sagen, wer hat denn noch am meisten Gedöns? Wer war das denn jetzt? Der Dingens, ne? Ja. Handwerk. 6%, 8%, 6%. Die macht es gerne. Ja, die lassen wir so. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die alte, die ist eh ein bisschen hohl in der Birne. Kann man die jetzt quatschen lassen? Ah, jetzt unterhalten die sich. Alles klar. Ja. Info. Ja, oh, ist schon okay. Gut, dann können die quatschen. Dann würde ich sagen, der Juri nimmt erstmal den Platz von hier ein. Er hat auch schon 20 Depressionen. Depression 20. Einführung 7 von 9. Sehr gut. Etwas herzustellen ist wichtig im Spiel. Es eröffnet neue Möglichkeiten und ermöglicht neue Aktionen im Lager. Also vernachlässige die Werkstatt nicht. Du solltest etwas Nahrung für die Nacht im Flugzeug gesammelt haben. Das wird heute also kein Problem mehr darstellen. Du hast auch einige Früchte, die du in dem Wasser umwandeln kannst. Klicke auf das Wasserfass, um deine Wasservorräte zu prüfen und wandle einige Früchte in Wasser um. Ja, nice. Okay, Moment. Machen wir sofort. Geht die denn schon runter? Depression wird... Ich hab gerade gedacht, das wird mehr. Bei der alten würde ich mich schon wundern. Prüf die Wasserintensität. Konvertieren. Ja, nice. Wasser ist sehr wichtig. Wenn deine Vorräte 0 erreichen, ist das Spiel zu Ende. Ein Mensch kann ohne Wasser nicht lange überleben. Also nutze diese Früchte weise. Denn die Charaktere sind zurzeit etwas depressiv. Du kannst ihre Depressionen senken, indem du sie sich um Lagerfeuer herum unterhalten lässt. Bewege mindestens 2 Personen zu den unterhaltenen Bereichen um das Lager zu, um das Lagerfeuer. Ja, müssen wir noch 2, okay. Haben wir doch schon. Können wir das nicht. Warte mal. Du kannst die Werte deines Charakters auf verschiedene Arten senken bzw. verbessern. Einer der Wege ist es, spezielle Objekte zu benutzen. Das zeigt einen sofortigen Effekt. Um das zu tun, klicke auf eine Person und dann auf Objekt benutzen. Benutze so die Kaffeetasse. Objekt benutzen. Kaffeetasse. Okay. Eine Tasse Kaffee. Erschöpfung von Jakob 13. Depression von Jakob 16. Oh ja, das bringt ja schon viel. Vergiss nie, deine Special-Objekte zu benutzen. Sie machen das Leben oft viel einfacher und sie sind für alle erhältlich. Du hast auch einen neuen Bereich der Insel entdeckt. Lass uns nachsehen, was es dort gibt. Okay, machen wir gleich. Ja, das geht wieder. Der Kaffee bringt nicht viel. So, jetzt könnt ihr euch unterhalten. Karte. Einen neuen Bereich. Wir gehen mal gucken. Einführung. Wenn du deine Charaktere entsendest, um die Insel zu erkunden, kannst du neue Gebiete freischalten, die jederzeit besucht werden können. In jedem Quadrat gibt es ein Objekt und ihre Standorte werden bei jedem neuen Spiel zufällig gewählt. Heißt, wenn wir ein neues Spiel machen, werden die immer zufällig. Ne? Das ist cool.
Du kannst frei mit dem Objekt interagieren. Es vergeht zwar keine Zeit, aber es besteht die Möglichkeit, von einem bösartigen Tier angegriffen zu werden oder etwas anderes. Den Ausgang entscheidet die jeweilige Fähigkeit des ausgewählten Charakters. Wenn du mit dem Objekt fertig bist, geh zurück zum Lager und klicke auf Weiter. Okay, neuer Bereich. Holzkiste. Untersuchen. Durchsuchen. Wer wird diese Aktion ausführen? Jakob. Nice. Du brichst die Kiste auf und durchsuchst sie nach etwas Nützlichem. Eine Kaffeetasse. Ein Gewürz. Heilkräuter. Sehr schön. Das Holz sammeln. Macht nochmal der Jakob. Oh. Was? Ah! Etwas Holz sammeln. Du fängst an, die Kiste zu brechen, die Bretter ein. Da war eine Schlange drin. Okay, wir gehen zurück zum Lager. Verletzt 8%. Wie kann man den denn heilen? Benutzen. Nehmen wir noch eine Kaffeetasse. Ja, ja. Okay. Ja, haben wir schon. Hallo. Heißt nur die... Lol, die bringt echt viel. Bis auf die 8%. Wir haben noch die Frau Ärztin eigentlich. Weiter. 9 Holz, 6 Seile. 5 schmackhafte Mahlzeiten. Jawohl, Mahlzeiten, Früchte. Eine Axt, nice. Oh, 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 oh. Okay. Ein Kissen. Seile. Holz. Sehr cool. Forschung. Klicke, um Forschung zu schöpfen. Das ist gut. Neue Eigenschaft entdeckt. Jäger. Jagen. Diese Fähigkeit entwickelt sich schneller. Geil. Plus 10. Einmal erforschen. Neuer Bereich entdeckt. Nice. Die ist voll gut. Die Alice. Im Erforschen. Verfassung 1. Oh. Okay. Es ist Nacht. Alejandro. Gut, das war gute Arbeit von jedem. Ich weiß, es war schwer, aber wir haben es geschafft, etwas zu essen in diesem gottverdammten Flugzeug zu finden. Ich bin sicher, wir finden noch mehr, wenn wir weiter alles absuchen. Aber die Nahrung im Flugzeug wird nur ein paar Tage reichen. Danach müssen wir auf unseren eigenen Beinen stehen. Weiß jemand, wie man jagt? Ich weiß es. Aber nicht mit bloßen Händen. Ja. Nun, ich muss einige Werkzeuge finden und herstellen. Lass uns die Nahrung aufteilen, die wir eben gefunden haben. Wir sollten unser täglichen Mahlzeiten rationieren, ja. Und Wasser auch. Ein durchschnittlicher Mensch stirbt nach 3 Tagen ohne Wasser. Ein erschreckender Gedanke. Mach dir keine Sorgen. Wir können Saft aus Früchten machen. Die Insel liegt im Dschungel. Wir werden viele finden. Ja, das ist eine sehr gute Idee, die Liana heute hatte. Wir werden viele Früchte brauchen, wenn wir überleben wollen. Bis ein Hilfe eintrieb. Was für Hilfe? Nun ja, die Hoffnung, die man darf man nicht aufgeben, ja. Wir sollten weiter versuchen, den Dschungel zu erkunden. Vielleicht lebt dort jemand. Ja, und wenn ein großer Tiger finden, dann sind wir alle tot. Sei nicht immer so negativ. Nun, morgen ist ein anderer Tag. Gute Nacht. Gute Nacht, Alice. Nice. Ich hasse die Alte, ne? Entweder jede Nacht oder fast jede werden deine Charaktere sich unterhalten. Es gibt gewisse Bedingungen, die diese Dialoge auslösen und zufällige Elemente, die eingebaut wurden. Geil. Es gibt also bei jedem neuen Spiel andere Dialoge. Cool. Du musst jetzt die Nahrung zwischen deinen Charakteren aufteilen. Jede Person isst nur eine Mahlzeit pro Tag, also wähle weise. Okay, ich würde sagen, Mahlzeit. Ich würde sagen, das hier ist einmal du, einmal du, einmal du, einmal du,
Alejandro, sie, du und einmal du. So, hat jetzt jeder was? Sie ist schon wieder hungrig. Was? Warum kriegt ihr so schnell Hunger? Nee, gibt's nicht. Eine Nacht in Bermuda. Effekte. Feuerintensität minus 24, 26, 76 übrig. Wasservorräte minus 8, 57% übrig. 3 von deinen 7 schmackhalben Mahlzeiten haben sich verringert auf Mahlzeit. Alejandro ist depressiv, 21 und schläfrig 18%. Liliana ist depressiv, 21 und schläfrig 15%. Winters ist schlecht gelaunt. Wes? Und schläfrig 20%. Juri ist depressiv und schläfrig. Bob ist depressiv und schläfrig. Alice ist schlecht gelaunt und schläft. Oh, okay. Alice und Winters. Die lassen wir jetzt mal unterhalten. Wusstest du schon? Bei verderblichen Lebensmitteln besteht jede Nacht die Chance, dass sie verderben. Oh. Leckere Mahlzeiten werden zu Mahlzeiten. Diese werden zu kaum genießbarer Nahrung. Und diese verwandelt sich schließlich in verdorbener Nahrung. Außerdem verringerte sich das Feuer in seiner Intensität. Wenn die Intensität auf Null fällt, verliert die Gruppe ihr Feuer. Du kannst es wieder herstellen, wenn du die benötigten Ressourcen hast. Aber sie sind sehr selten auf der Insel. Um das zu vermeiden, solltest du das Feuer jeden Tag füttern. Klicke auf das Lagerfeuer und überprüfe die Intensität und lege etwas Holz nach. Intensität. Konvertieren. So. Einige abschließende Tipps. Wenn du mehr als eine Person eine Aufgabe zuweist, hängt ihre Effektivität von ihren Fähigkeiten und Beziehungen ab. Die Beziehungen entwickeln sich eigentlich immer gut, aber es gibt auch geringe Chance, dass sich Personen stattdessen streiten. Jede Aktion ist mit einer oder mehreren Fähigkeiten verbunden und diese entwickeln sich jedes Mal automatisch, wenn sie verwendet werden. Wenn eine Fähigkeit genügend Fortschritte gemacht hat, wird sie um ein Level erhöht und die Person gewinnt Bonusfähigkeitspunkte, die du frei unter ihren Fähigkeiten verteilen kannst. Viel Glück und viel Spaß. Vielen Dank. Tag 2. Jetzt geht's los. Erforsch die Umgebung und das Lager. Ich würde sagen, du, mein Freund, gehst wieder hierhin. Der Juri kann sich mal mit seiner Ollen unterhalten. Beziehungsweise, nee, die geht jetzt mal arbeiten. Die geht jetzt mal arbeiten hier. So, und Töchterchen. Hallo? Geht jetzt mal. Bis. Hallo? Juri? Hallo? Geh mit seiner Tochter quatschen. Was ist denn los mit dir? So, dann kann er was quatschen mit ihr. So. Die Alte ist da am Forschen. Juri ist am Suchen. Bobby Bob Bob. So, wähle eine Anleitung zum Auswählen. Schlafbereich. Okay. Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt natürlich genau abwägen. Ich würde sagen Alice. Und der Frau Winters. So. Dass die mal was runterkriegen. Er macht mal weiter hier, der Alejandro. Die Alte können wir eigentlich auch. Der ist ja schlau, oder? Ah, es geht. Nee, ja. Okay, wir gucken auf der Karte. Wir haben ja einen neuen Bereich entdeckt. Wir schauen mal. Feuchte Koffer. Durchsuchen. Kann die Alte mal machen. Durchsuchen. Kannst du etwas Nützliches in einem Touristenkoffer sein? Nun, du hoffst es zumindest. Stoffe. Physiologisches Magazin. Pralinschachtel. Schmerzmittel. Nice. Sehr cool, die Alte kann ja doch was. So, gut, dann gehen wir zurück zum Lager. Wir gucken unsere Wasservorräte nach. Konvertieren. Jawohl, 78. Großer Reisekoffer. Okay,
Okay, wir haben 16 Holz, 5 Stoffe. Das können wir theoretisch. Okay, 27%. Was brauchen wir dafür? Info. Schlechtes Gedächtnis laut. Wir ändern das mal. Ja, 39%. Wer hat denn hier am meisten mit Handwerk? 44. 18, ach du Heiliger. Machen gleich sofort weiter, Moment. Gucken. Handwerk 47. Suchen, 1. Holz hat er gefunden. Seile hat er gefunden. Stoffe hat er gefunden. Das ist echt gut. Ich mag auf die Mahlzeit. Mahlzeit. Frisches Fleisch. Nice. Okay, das geht, das geht, das geht. Kann ruhig weitermachen. Handwerk. Ja, minimal. Forschung ist schon okay. Sehr, sehr gut. Depression geht runter. Neue Eigenschaft entdeckt. Sozialer Schmetterling. Diskussion. Diese Fähigkeit entwickelt sich schneller. Nice. Jawohl. Die haben plus 7. Das ist sehr schön. Ja. Okay. Okay, okay. Weiter geht's. Holz. Seile. Schmackhafte Mahlzeit. Mahlzeit. Kaum essbares Zeug. Schmerzmittel. Pralinschachtel. Bei ihm geht's aber eigentlich. Ja. Neue Eigenschaft entdeckt. Snob. Alle auf werkzeugbezogenen Fähigkeiten entwickeln sich langsamer. Was? Okay. Plus 9. Ja, nice. Strand entdeckt. Nice. Nice, Bob. Nice. So. Alejandra, du bist Ärztin? Du bist Ärztin. Eine Chirurgin. Cool. Und ich dachte, dass Chirurgen immer alte, mürrische Typen wären. Hm? Du verstehst. Weil eine Frau kein Mitglied eures kleinen Privatclubs werden kann? Hä? Was? Nein, nein, nein. Das ist nicht das, was ich gemeint habe. Das ist aber das, was du gesagt hast. Und es ist das, was jede einfache Menschen sein ganzes Leben lang sagt. Als Sprecher für unseren Männerprivatclub biete ich dir unsere Entschuldigung an. Sorry. Lustig. Gute Nacht. Diskussionsergebnisse. Minus 10 Winters Meinung über Rano. Ja. Okay, Fressenszeit. Okay. Feuerintensität 26, 67% übrig. Wasservorräte minus 8, 70% übrig. Also 70 übrig. Ein von den zwei schmackhaften Mahlzeiten haben sich verringert auf Mahlzeit. Eine von vier Mahlzeiten haben sich verringert auf kaum essbares Zeug. Oh.
Okay, ein von zwei frisches Fleisch haben sich verringert auf kaum essbares Zeug. Zwei von deinen fünf essbaren Zeug haben sich verringert auf... Alejandro ist depressiv und verschöpft. Jakob ist schlecht gelaunt und schläfrig. Winters ist schläfrig. Julia ist schläfrig. Bob ist depressiv und erschöpft. Mein Gott, die haben wir mal. Meine Güte. Okay, ich will nur mal ganz kurz wiederholen. Die Dialoge sind immer anders. Das heißt, wenn man immer ein neues Spiel macht, sind die auch wieder anders. Das ist so cool. So, die Winters bleibt, glaube ich, mal hier sitzen. Mit wem kann die denn gut? Die Musik ist auch cool. Ich würde sagen, Iliana. Also du, Juri. Bist du dann die Arbeit? Du, Alejandro. Setz dich mal hin. Obwohl Iliana kann eigentlich weitermachen. Die alte, obwohl. Kann die gut mit der? Nee, kann sie nicht. Okay. Also nicht so toll. Ich würde sagen, die geht dann rüber. Alice geht weiter erforschen. Bobby Boy, setz dich mal kurz hin. So, weiter geht's. Moment. Wir gehen noch ganz kurz hier hinten gucken. Machete! Nice, wir haben noch Machete gefunden. Sehr, sehr cool. Zurück zum Lager. Alle erschöpft hier. Okay. Gucken wir mal, was der Jakob gefunden hat. Suchen. Level 2, nice! Holz, Seile, Mahlzeiten, kaum essbares Zeug. Okay, ja. Juri, nice. Okay, was hat hier unsere... Ja. Okay, Tag 3 sind wir. Diskussion geweckt. Diskussion, sehr gut. Diskussion, sehr gut. Diskussion geht auch weg. Neue Eigenschaft entdeckt. Charismatisch. Die Meinung anderer über mich verbessert sich schneller. Nice. Plus 18 hat die gekriegt. Geil. Sehr, sehr gut. 2 von 2. Oh, Achtung. Einige Charaktere haben immer noch unverteilte Fähigkeitspunkte von einer Levelerhöhung. Jakob. Ups, ich prüfe das. Kann ich die denn verteilen? Ach, hier. Juri, Stärke. Handwerk geht hoch. Fähigkeiten. 8 Fähigkeitspunkte. Okay, Stärke. Ich würde sagen, Verfassung. Kämpfen. Medizin. Intelligenz. Gehen wir weiter. Ach, jeder hat seine eigenen Punkte. Okay, wer war da? So, der hat noch 3. Ich würde sagen, erforschen. Geben wir noch die letzten 3 Punkte dazu. Okay.
2 von 2. Holz, Seile, Mahlzeiten, kaum essbares Zeug. Nice. Sehr gut. Jawohl. Beschreibung. Wir haben etwas hergestellt. Schlafbereich. Das wird uns definitiv weiterhelfen. Wir haben einen Ort eingerichtet, an dem wir auch tagsüber ein wenig Schatten haben, sodass diejenigen aus unserer Gruppe, die am meisten erschöpft sind, ein Nickerchen machen können. Du kannst nun bis zu 3 Charakteren diese Aktion ausruhen zuweisen. Jawohl, nice. Jawohl, schön. Sehr gut gemacht, Juri. Wissen plus 1. Geil, Beschreibung. Wir brauchen Werkzeuge, die uns zu helfen. Die uns helfen, Ressourcen im Dschungel zu sammeln. Die Ressourcen, die wir aus dem Flugzeug bergen, werden nicht mehr weit reichen. Neue Anleitung zur Herstellung, Werkzeuge sammeln. Nice. Sehr gut. Neue Eigenschaft entdeckt. Offenes Buch. Neue Eigenschaften werden schneller entdeckt. Ja, nice. Sehr, sehr gut. Sehr cool. Die macht echt einen guten Job, die Alice. Erschöpfung. Okay. Also, erzähl mir etwas über deine Vergangenheit, meine Liebe. Ich habe in London gelebt, aber meine Eltern sind von Barbados. Mein Vater war Botschafter. Er kam nach England, als ich gerade mal 3 Jahre alt war. Was für eine nette Mischung. Die Leidenschaft von den Inseln vermischt mit dem Stil einer britischen Lady. Wenn du es sagst. Und eine erfolgreiche Chirurgin noch dazu. Du bist ein gutes Vorbild für junge Mädchen, meine Liebe. Ah, ich glaube eher nicht. Mein Vater hatte dem auch nicht zugestimmt. Warum denn das? Oh. Er hatte meine Berufswahl nie unterstützt. Er dachte, ich sollte lieber einen Chirurgen heiraten und nicht selbst einer werden. Das ist auch keine schlechte Idee. Man kann keine Kinder und Karriere gleichzeitig haben. Das haben viele versucht und nun haben wir all diese kleinen Schläger und Drogenabhängigen in unseren Straßen herumlaufen. Was? Hast du jemals darüber nachgedacht, Kinder zu haben? Wie alt bist du eigentlich? Hattest du jemand Festes in deinem Leben? Du bist nicht eines der Mädchen, die denken, dass sie eher andere Mädchen mögen, nicht wahr? Eine, Wow. Nun gut, Alice. Ich denke, das reicht. Gut genug. Gut geredet für heute. Gute Nacht. Effekte. 10% plus 10 Alice Meinung über Winters. Minus 10 Winters Meinung über Alice. Depression von Winters. 0 von 6. Okay. Mahlzeit, jetzt gibt's auch zu futtern. Ich würde sagen, 10-20%. Der hat 18%. So. Und weiter geht's. Eine Nacht in Bermuda. Feuerintensität minus 29%, Wasservorräte minus 8, 1 von deinen 1 frisches Fleisch haben sich verringert auf kaum essbares Zeug. 4 von deinen 10 kaum essbares Zeug haben sich verringert auf verdorbene Nahrung. Alejandro ist schläfrig, Jakob ist depressiv, Juri ist schläfrig, Julia ist erschöpft, Alice ist erschöpft, okay. Weiter geht's. Spiel gespeichert. Du gehst mal pennen. Genauso wie Liliana geht wieder forschen. Der Juri, du gehst auch mal pennen. Ganz wichtig. Zack. Und der Frau Alice. Hoch. So. Dann würde ich sagen, Diskussion. Dann geht sie wieder hier hin. Der Bobby Boy. Würde ich sagen. Ja, warte mal. Was kann er nochmal?
Fähigkeiten laut, offenes Bo. Fähigkeiten. Fassung 80. Er geht jetzt mal ins Flugzeug. Ja, herstellen. Die alte. Geht hier mit hin. So, okay. Okay, herstellen. Herstellen. Werkzeuge sammeln. Okay. So. Dann einmal. Was ist das hier? Nee, wir nehmen Bobby. Aha. Du wirst von dem Geruch fast ohnmächtig, aber es gelingt dir, etwas aus dem Fischkopf zu stibitzen. Ja, nice. Ja, super. Bobby Boy. Ja, Bobby Boy ist jetzt ein bisschen angehittet. Ja, du machst das schon. Suchen 21 Handwerker. Okay, der Juri bleibt hier auf jeden Fall. So, weiter geht's. Was hat gefunden, Bobby? Holz, Seile, Mahlzeit, kaum essbares Zeug. Kaum essbares Zeug, das hört auch so an. Okay, das geht. Der ist sehr Holz. Minus 15, Seile, ja, Machete, ja, eine Axt. Nice. Sehr gut. Wie sieht es bei dir aus? Also sie lässt mir, glaube ich, auch bei Forschung. Sie kann das ganz gut. Sehr gut. Wow, das bringt voll viel. Nice. Sehr, sehr cool. Nice, 9 erreicht. Ja, die ist nicht so ganz so. Die ist immer so schnell erschöpft, die alte. 2 von 2. Holz, Seile, Mahlzeiten, kaum essbares Zeug, Erste-Hilfe-Magazin. Geil, das könnte sie auch vielleicht lesen, dann kannst du vielleicht auch noch was dazu machen. Der ist gut im Handwerk. Nice. Level 2, nice. Plus 5, sehr gut. Und der nächste Abend. Also Alejandro, wo kommst du her? Ich habe geglaubt, dass ich schon ein Leben lang dort gelebt habe, wo ich arbeite. Aber ich komme ursprünglich aus Barcelona in Spanien. Hast du Familie dort? Eine Frau? Kinder? Nein. Ich war mit meiner Arbeit verheiratet. Ich habe viele liebe Freunde zu Hause. Ich wollte sie alle drücken. Es ist schon 10 Jahre her, dass ich zu Hause war. Das ist traurig. Ein netter, sehender Mann wie du, in guten Verhältnissen. Die Mädchen müssten eigentlich Schlange stehen. Ich hatte einige Freundinnen, wenn du das wissen wolltest. Aber die richtige habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht war die Zeit dafür noch nicht reif. Oder vielleicht hattest du auch nur Angst. Aber mein Lieber, ich bin mir sicher, dass du die richtige noch finden wirst, wenn wir hier wegkommen. Ich wäre hocherfreut, wenn mein kleines Mädchen sich einen Gentleman wie dich aussuchen würde. Ich sehe mich schon für meinen Enkel Socken stricken. Ja, wenn wir von hier wegkommen. Das ist der Haken. Diskussionsergebnis. Plus 10 Alice Meinung über Alejandro. Depression von Alejandro 2, minus 22. Okay. Jetzt geht's wieder Mahlzeit. So, du hast verdient. Das ist eine fette Ladung hier. So. Oh, wir haben nicht so viel. Wir haben nicht so viel.
Feuerintensität 12% übrig, Wasservorräte minus 8, 54% übrig, 2 von deinen 3 frischer Fisch haben sich verringert auf kaum essbares Zeug, 3 von deinen 6 kaum essbares Zeug haben sich verringert auf verdammte Nahrung, Alejandro ist ein wenig hungrig und depressiv, Liane ist ein wenig hungrig und schläfrig, Jakob ist depressiv, Winters ist erschöpft, Juri ist erschöpft, Julia ist sehr erschöpft, Bob ist ein wenig hungrig, schlecht gelaunt, schläfrig und verletzt. Oh. Also Bob und Julia. Spiel gespeichert. So, Alejandro. Du löst den Bobby ab. So. Alice geht wieder an die Arbeit. Julia legt sich hin. Unser Jakobi. Obwohl Jakob ist besser da drin. Alejandro geht hier wieder hin. Und Winters ruht sich auch aus. So. Wir haben noch einen Bereich entdeckt. Sprich mit dem verrückten alten Kauz. Der alte Mann hat rostige Antennen und Stahlstangen gesammelt, aber sie bewegen sich nicht von der Stelle. Hinter ihm findest du einige Flaschen voll mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Du entscheidest dich, sie alle mitzunehmen. Er reagiert immer noch nicht. Heilendes Wasser. Unterhalten. Ein Mensch! Also sind wir nicht allein auf dieser verdammten Insel. Großen Erwartungen versuchst du mit dem alten Kauz zu sprechen. Du versuchst sogar ihn anzuschreien. Aber nichts hilft. Er rührt sich nicht an verkohlten Finger. Deine Hoffnung hat sich in Luft aufgelöst und du willst wissen, um darüber nachzudenken, was du den Eingenossen sagen sollst. Als der Kerl auf einmal auffängt, kauderwelsch aus zufälligen Worten zu smurmeln. Versuche zu kommunizieren. Diskussion. Warte. Schlag ihn auf den Kopf. Jawohl! Nachdem du eine Weile versucht hast, ein Wort aus deinem Mund zu verstehen, bezweifelst du, dass eine Kommunikation mit ihm nicht möglich ist. Du sitzt neben ihm in der gleichen Position wie er und schließt die Augen. Du versuchst, mit dem Fluss der Worte eins zu werden und sie beginnen vorsichtig in deinen Kopf zu fließen, eines nach dem anderen. Wie von einer höheren Macht besessen, tauchst du in das Meer aus Wörtern ein. Er reißt den Boden und holst 3 Muscheln an die Oberfläche. Entschuldigung. Auf den Muscheln siehst du 3 Worte in einer unbekannten Sprache. Sie werden mit Blut geschrieben. Dennoch verstehst du sie. Fähigkeit in Gänz von Liana 80 von 85. Wenn nice. Schau dich weiter in der Gegend. Verrückter alter Kauz. So geil. Unterhalten. Okay, mit denen kann man nichts mehr machen. Zurück ins Lager. Sehr, sehr gut. Der Juri. Komm, du kriegst mal eine Pralinenschachtel. So. Okay, würde ich sagen, lassen wir mal. Oh. Danke, dass du mich schon erinnerst. Feuer. So. Nice. Grille etwas Fisch. Können wir machen. So, dann auf der... In der Werkzeug. Wasservorräte müssen wir mal prüfen. Nee. 54. Wasser bräuchten wir mal ein bisschen. Ach, Fähigkeitspunkte. Bob Winters. Objekte? Fähigkeiten. Oh, 11 Stück! Oh Gott!
Fassung. Wissen. So. Und los geht's. Suchen. Einmal Holz. Ein Seil. Schmerzmittel. Kaum essbares Zeug. Ginseng-Saft. Okay. Hat man noch nicht. Der Juri. Juri ist echt gut im Handwerk. Kann man nicht anders sagen. Ist erschöpft. 100%. Nice. Wir brauchen einige Werkzeuge, um Früchte zu ernten. Früchte sind einfach zu pflücken und wir können Saft aus ihnen machen. Neue Anleitung zur Herstellung. Früchtekorb. Nice. Nice. Sehr cool. Nice. Sehr schön. 2 von 2. Medizin. Kaum essbares Zeug. Handwerk 100%. Beschreibung. Wir haben etwas hergestellt. Werkzeuge sammeln. Das wird uns definitiv weiterhelfen. Mit diesen Werkzeugen werden wir in der Lage sein, die Ressourcen in der näheren Umgebung einzusammeln. Du kannst jetzt bis zu 2 Personen die Aufgabe sammeln zuweisen, um Holz, Steine, Steine und Hellkohle zu sammeln. Nice. Sehr, sehr cool. Cool. Eine Stärke. Die Lilana. Wissen plus 1. Sehr gut. Nice. Direkt 2 neue Bereiche. Sehr gut. Ufer. Cool. Gut, hier müssen wir ja gleich mal was gucken. Okay. Und es ist am Abend. Wer war diese verrückte Kauz mit den Antennen? So schnell ein anderes menschliches Wesen auf der Insel zu finden, war wohl großes Glück, ja. Wer ist überhaupt lebendig? Ich habe mich nicht getraut, seinen Puls zu fühlen. Das war diese seltsame Aura um ihn herum. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Er schien in einer Art Meditation zu sein. Tot oder lebendig, er hat uns nicht viel geholfen. Ich würde sogar sagen, er war komplett nutzlos. Ja. Wenn du es nicht mich auf meine Art machen lässt, werde ich ihn sicher zum Reden bringen, ja? Sie sind nicht mit meiner gemütlichen, geschützten Welt. Das musst du berücksichtigen. Was hat er vor sich hingemurmelt? Wir haben nur die Worte Liebe finden und Prophezeiung klar verstanden. Es kann ein Hinweis auf etwas sein. Pff, wir sind nicht in einem von deiner dummen Fantasy-Büchern. Das hier ist die Realität. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Und das ist die Krone menschlicher Weisheit, ja. Das könnte unsere einzige Hoffnung sein. Lass uns die Gegend absuchen und alles untersuchen, was wir mit diesen Worten zu tun haben könnte. Effekte. Depression von Alejandro 22 auf 12. Liliana 0 auf 0. Jakob 44 auf 34. Sehr gut. Depression ist runtergegangen. Jakob, Meinung über Liliana. Minus 20. Ja, ja. Die Ressourcen gehen echt aus. Hallo? So. Secret das. Feuerintensität minus 26, 63% übrig. Wasservorräte minus 8, 46 übrig. Alejandro ist hungrig, schlecht gelaunt und schläfrig. Liliana ist ein wenig hungrig und erschöpft. Jakob ist depressiv und erschöpft. Winters ist ein wenig hungrig. Juri ist ein wenig hungrig und sehr erschöpft. Also Juri und Alejandro gehen pennen. Julia ist hungrig. Bob ist hungrig und verletzt. Alice ist erschöpft. Okay.
Gut. Spiel gespeichert. Juri geht pennen. Und Alejandro. Wo haben wir dich? Alejandro. Da. Du gehst auch dich ausruhen. Sie geht aber, die Frau Winters geht nicht ans Handwerk, sondern geht hier hin. Die Frau Alice kann die Hand... Ne, Handwerk ist die Scheiße. Ist sie denn gut in Handwerk? 34. Ich würde sagen, wir schicken sie mal hier hin. So. Früchtekorb. Er müsste sich aussuchen. Bobby Boy. Du bist gefragt. So. Da haben wir alles verteilt. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben noch zwei Bereiche auf der Karte, die neu sind. Werkzeuge sammeln. Beziehungsweise nein, wir müssen erst was anderes machen. Wasserintensität. Wir haben 46 Ressourcen. Feuer. So, 100%. Dann hier. Zustand prüfen. Konvertieren. Fokussiere auf Holz. Seile. Fokussiere auf Medizin. So sagen. Was sagt unsere Truhe? 2, 3. Oh, okay. Nee. Holz. Auf Holz. Okay. Dann würde ich sagen. Du, Fräulein, setz dich hier hin. Wir müssen Pause machen. Gehen auf die Map. Wir haben zwei neue Bereiche, nur gemerkt. Da waren wir schon. Das war positiv. Großer Feigenbaum. Was? Nein! Nein! Du erntest einige Früchte, die nicht zu hoch hängen. Immerhin. Dieser Feigenbaum ist majestätisch. Du siehst einige saftige Früchte vor den Zweigen hängen, aber nur wenige sind erreichbar, weil der Baum zu hoch ist. Okay, durchsuchen. Zweiköpfiger... Du weißt, dass man Zunder aus den Bäumen finden kann. Es könnte doch nützlich sein. Sojasprossen. Zunder. Ah, immerhin. Nächster Bereich. Was für eine riesige Muschel. Du fragst dich, ob sie auch eine riesige Perle im Inneren hält. Du fragst dich, was du mit einer riesigen Perle auf dieser Insel anfangen würdest. Oh oh. Du nutzt all deine Kraft, um die Muschel zu öffnen. Aber du schaffst es nicht. Wundertrank. Antikes Wissen. Geil. Sehr, sehr geil. Okay. Die ist verletzt jetzt. Das ist nicht so geil, aber sonst ist okay. Wir prüfen. 100%. Durchstand prüfen. Ja. Brauchen Holz. Holz, Holz, Holz. Ich würde sagen, dass Frau Winters... Wir lassen es mal so. Okay. Hab ich doch. Wir haben kein Holz mehr. Bandage, kaum essbares Zeug, Früchte. Wir brauchen echt Essen.
Enttäuschung, Erschöpfung. Plus 6 ist gut. Level 2, sehr gut. Nice. Dieses Fluss ist eindeutig handgemacht. Das bedeutet, dass jemand hier war und das nicht allzu langer Zeit. Nice. Du springst auf das Floß und versuchst in der Nähe der Küste zu segeln. Du findest schnell einen kleinen Bach, von dem du selten angezogen wirst. Du entscheidest dich anzuhalten. Du vertraust deinen Augen kaum, als du eine sehr schöne blaue Frau mit Picknick am Strand siehst. Ohne ein Wort teilt sie mit dir ihre köstlichen Lebensmittel. Danach schwinden dir die Sinne und du kannst dich nicht erinnern, aber du bist wieder da, wo du das Floß gefunden hast. LOL! Zurück zum Lager. Okay, 2 von 2. Ich kann nichts machen, ich habe kein Holz. Komm, erstmal das Zeug. Wir brauchen echt Essen. Wir haben alles aus dem Flugzeug eingesammelt, das irgendwie von Nutzen sein kann. Im Flugzeug ist nichts außer traurigen Erinnerungen. Die Aktion durchsuche, das Abgeschlossene ist nicht länger verfügbar. Oh oh. Holz. Nice. Okay. Bist du in Ordnung, Süße? Ja, Alice, kein Problem. Du bist ein tapferes kleines Mädchen mit Blick auf alles, was passiert ist. Aber ich wollte dir noch sagen, du bist nicht allein. Ich werde dir helfen, wenn ich kann. Ich bin nicht alleine. Mein Vater ist hier. Und Julia nehme ich an. Armes Ding. Ich will dich natürlich nicht von deinem Vater trennen. Aber weißt du, wenn er wütend auf dich ist und du Angst hast, kannst du es mir sagen. Ich werde da sein, um dich zu beschützen. Mein Vater? Wütend? Ha, du kennst ihn nicht. Ich brauche keinen Schutz. Zumindest nicht von meinem Vater. Du bist so unschuldig, meine Liebe. Das ist süß. Es ist herzerwärmend. Aber man weiß ja nie mit diesen Typen. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst, aber es fängt an, mich zu ärgern. Gute Nacht. 20, Alice über Meliana. Die macht sich keine Freunde, ne, die Alte. Oh, 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 die Essensressourcen. Man sieht es, wir haben kaum Essen. Kein Essen mehr da. Alejandro ist hungrig und schlecht gelaunt. Eliana ist wenig hungrig, erschöpft und verletzt. Jakob ist wenig hungrig und depressiv. Winters ist hungrig. Juri ist hungrig und schläfrig. Juri ist hungrig und erschöpft. Bob ist hungrig, depressiv, schläfrig und verletzt. Alice ist wenig hungrig und sehr erschöpft. Au, au, au. Das wird immer schwieriger. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und vielleicht bis zur nächsten Folge. Bye, bye.